Moin, liebe Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch und zwar aus Amerika. Und zwar aus Columbus, Ohio. Spreche heute mit Andreas. Andreas hat einen eigenen Schalke-Kanal, den ich euch wärmstens ans Herz legen kann. Ist jetzt auch schon einige Male bei uns im Livestream gewesen und ich habe auch schon auf seine Videos reagiert und ja, wir verstehen uns echt gut und dementsprechend haben wir uns gedacht, machen wir auf jeden Fall auch Videos zusammen. Das erste Video wird jetzt ein Interview mit ihm sein und genau, ich hoffe, es wird euch gefallen und ja, damit herzlich willkommen zu diesem Schalke Update. Jo Leute, und damit geht's auch schon los. Andreas, herzlich willkommen hier im Schalke Update. Wie gefällt's dir? Ja, sehr gut natürlich. Erstmal vielen Dank, dass du das machst. Finde ich klasse. Und ja, gefallen tut es mir gut. Ich war ja schon öfter bei dir im Chat. Und ja, ist eine super Sache, ganz einfach. Cool. Ich habe mich ja gewundert, ne? Wir haben uns ja das erste Mal, also ich habe dich dann auch irgendwann in meinen Livestreams gesehen und du hattest mir auch schon mal eine Nachricht über Instagram wohl geschickt. Und ja, was mir dann halt direkt aufgefallen ist, oder was natürlich, als ich deine Videos das erste Mal gesehen habe, ja, ist ja offensichtlich gewesen, du lebst im Moment in Ohio, ne? Ja, Was ja. führt, was führt dich denn nach Ohio? Kannst du das mal Das ist, beschreiben? ja, das ist meine Frau, ihr seine Schuld, wie man so schön sagt. Die ist Ach hier in, so. ja, die ist in Springfield geboren und wohnt hier in Columbus und wir haben uns über die Musik kennengelernt und dann bin ich rüber und nicht mehr abgehauen. Ah, okay. Und wie lernt man sich über die Musik kennen? Ich meine, wenn du jetzt in Datteln, sag ich mal, an der Gitarre sitzt und sie in Springfield oder in Columbus, ich meine, wie habt ihr euch kennengelernt? Also, ich habe Musik geschrieben und mache hier und da noch ein bisschen und nehme halt auf und master. Und sie hat nebenher ein Record-Label für Industrial Dance-Musik und da hatten wir dann hin und wieder zusammengearbeitet. Und dann haben wir festgestellt, dass wir irgendwie ganz gut zurechtkommen. Cool. Ja, und mir war dann auch irgendwie langweilig in Deutschland. Ich hatte da mit Computern zu tun und solche Sachen. Und das, ja, dann habe ich mir gedacht, ach, dann machen wir halt die Musik mal voll und gehen rüber. Und dann bin ich, ja, wie gesagt, bin ich da geblieben. Das ist natürlich cool. Okay. Und ja, so Amerika, ich meine, ist ja eine ganz andere. Also du hast ja jetzt deine eigene Bar, ne? Ja. Und beschreib mal, was geht in eurer Bar? Was macht die besonders? Was, ja. Also besonders, es ist, die Sache ist so, hier in Amerika gibt es halt sehr viele diese Kettenbars, die sehen halt, oder Sportsbars, die sehen halt alle gleich aus. Und dann gibt es so ein paar mehr auf Musik ausgerichtete Läden. Also jetzt in unserer Umgebung, Amerika ist ja riesengroß, da gibt es alles Mögliche, aber Ja. ja, in unserer Umgebung gab es halt nicht so was, so ein bisschen wenigstens so, weiß ich nicht, wie in Bochum der Freibeuter oder wie in Düsseldorf der Papidou, was so ein bisschen mehr auf Rock'n'Roll und ein bisschen handfester ist, zumindest nicht in den Innenstädten. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, dann machen wir das. Und dann habe ich das leerstehen gesehen, nicht leerstehen, aber der wollte verkaufen, habe es gekauft und dann haben wir angefangen halt mehr so Rockabilly, Metal, Punk und solche Sachen hier zu machen und ja, so hat das Ganze angefangen. Coole Idee auf jeden Fall. Wie schwer seid ihr denn jetzt aktuell betroffen von der Corona-Pandemie? Ich meine, ist ja offensichtlich, dass die ja, Kneipen, Restaurants da jetzt echt aktuell Probleme haben. Wie ist denn in Amerika? Ja, in Amerika ist natürlich alles größer und besser. Also haben wir auch mehr Infizierte, aber keinen, der sich darum kümmert so richtig. Unser Okay. Pavian-Präsident, der ist Ah. ja
der ist ja von allem Guten weg. Und naja, jetzt versuchen sie halt aufzuholen, aber richtige Shutdowns machen wir nicht. Wir sind zwar restricted, also wir öffnen nur von 3 bis 9.30 Uhr, denn ab 10 sollte man dann zu Hause sein. Ist natürlich, es ist grauenvoll langweilig, weil ich die Bar mache für Fußball und Musik und Comedy. Comedy können wir machen, aber auch nur in sehr gekürzter Form. Alles andere ist halt echt nur, also unsere Stammkunden, die kommen immer noch und supporten und trinken da ihre Biere, damit wir offen bleiben können. Ja. Von so her, also wir überleben, aber es ist echt stinklangweilig. Es stinkt langweilig, ja. Das kann ich mir vorstellen. Okay. Und aus der Langeweile heraus hast du dir gedacht, jetzt gründe ich mal einen YouTube-Kanal. Oder wie ist das gekommen? Also, der Weg war total bekloppt. Der Weg fing an mit TikTok und Fortnite. Also, Sache für Achtjährige. Ja. Mein Neffe, der sitzt halt in Deutschland und liebt Fortnite. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann zocke ich halt mit ihm Fortnite, weil dann erfahre ich erstmal all die Dummheiten, die mein Bruder anstellt, also sein Vater, kriege ich dann alle mit. Und daraus hat sich dann entwickelt TikTok, weil er sagte, du musst mal einen TikTok-Kanal machen, okay, so wie du zockst und so weiter. Dann habe ich das gemacht. Und auf TikTok richtig Gaming-Content hast du dann dahin gemacht oder was? Okay. Genau, da ist nur Gaming. Nicht getanzt? Nein, noch nicht. Kommt noch vielleicht. Okay. ich habe auch einen Schalker Botschaft TikTok-Kanal. Also den habe ich auch noch, aber da bin ich noch nicht so super präsent. Geht mir dann genauso. Und dann habe ich Kestis Kanal gesehen. Ganz ehrlich, das war der erste. Ich habe mal so rumgeguckt wieder, weil ich gucke viel nach Schalke natürlich, weil das ist halt mein, so der größte Anker zu Hause. Drüben in Deutschland. Da habe ich dann rumgesucht und dann habe ich Kestis Kanal gefunden und dann habe ich halt bei euch angefangen zu chatten. Ja, cool. Und dann hast du dir gedacht, okay, das mache ich jetzt auch. Cool, finde ich super. Ich fand ja sofort, kurz, ich habe ja auf dein Video reagiert, da hattest du gerade noch fünf Abonnenten. Und deinen Content fand ich einfach sofort cool einfach. Und deswegen habe ich auch gesagt, unterstütze ich dich da sofort. Genau. Cool. Ja, genau. Ich hatte 5 Subscriber und Ich war Nummer 5 sogar. Genau, ich hatte 4. Du warst Nummer 5. Und dann dadurch, dass du so viel Werbung gemacht hast und auch der Francesco, jetzt auch Francesco, ja. Jetzt habe ich 122. Ja, genau. Aber da muss man auch ganz klar sagen, also wenn, ich habe die Leute auch nur rübergeschickt, weil du wirklich auch Qualität hast und weil du die Leute auch halten kannst. Es würde ja nichts bringen, wenn ich jetzt sage, okay, ich schicke jemanden Zuschauer rüber, dann kann der halt nichts, ne? Also es ist schon wirklich Chapeau, in der kurzen Zeit jetzt mal eben die ganzen Leute auch gebunden zu haben. Ist wirklich stark, wirklich. Hätte ich in meiner Anfangszeit, weiß ich nicht, ob ich das hingekriegt hätte. Keine Ahnung. Die Qualität, ja gut, die Qualität ist vielleicht da, aber dafür sind meine Laktatwerte richtig. Meine Laktatwerte sind echt, echt schlecht. Naja, ich meine, es gibt schon Unterschiede bei YouTubern. Das muss man ganz klar so sagen. Ja, stimmt. Ja. Also ich gucke schon, dass hier so hübsch aussieht, ne? Hinten. Ist zwar nicht so, was so normal, die jetzt hier so die ganzen Streamer und Gamer und so haben, das ganze Neon und so, ist halt ein bisschen altbacken. Aber das macht's halt dann auch irgendwie. Nicht einzigartig, hört sich groß an, aber ist halt was anderes als diese komplett sterile Star Trek Kulisse. Ja, genau. Ja, die Kulisse stimmt, aber wie gesagt, in erster Linie aber auch der Typ. Okay, Dankeschön. Ja, ist doch so. Sorry, aber ich war ein bisschen viel Lobhudelei jetzt gerade, aber
Ja, sag mal, wie bist du denn Schalker geworden? Wie bist du denn Schalker geworden? Also, Schalker wird man nicht, Schalker wird man geboren. Aber unser Nachbar, der ist mit seinem Sohn nach Schalke gegangen, ins Parkstadion. Und da war ich, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht, 6 oder so. Da durfte ich dann mit. Und das war's dann. Also da, ich bin einmal, seitdem ich, bin ich dann dahin und dann immer wieder mit dem Nachbarn, die haben mich mitgenommen. Und sobald ich, also ich musste ja nur am Kanal anfahren praktisch zum Parkstadion, sobald ich dann mit dem Fahrrad fahren durfte und konnte, bin ich dann mit dem Fahrrad hin. Und das war einfach, ja, ich weiß nicht, da waren so viele Erlebnisse, die mich einfach da mitgerissen haben. Erstmal bin ich absoluter Ruhrpott-Fan. Also ich liebe den Pott und ich vermisse ihn auch. Also jeden Tag, bin ich ganz ehrlich, jeden Tag vermisse ich das. Dann war da die Bergwerkskapelle, die da einmal, da sind wir da gewesen und hat eine Zeche wieder geschlossen und dann ist die ganze Bergmannskapelle rumherum hat Glück aufgespielt und alle Fans mitgesungen. Ich weiß nicht, also wer sich damit nicht mitreißen lässt, der muss irgendwie, ist das ein Soziopath oder ein Psychopath? Weiß ich nicht, aber oder muss man komplett gefühlskalt sein, so Dwight Schrute oder so, keine Ahnung. Ja, und dann Schule geschwänzt. Samstags Schulchor, Was? Orchester und Sport oder Englisch geschwänzt. Morgens um 10, die Namen sage ich nicht, weil also mit 4, 5 Kollegen aus der Schule raus, in Herne im Park, Bier gekauft, anglühen und dann ab nach Gelsenkirchen und oh, einfach nur gefeiert. Ja, ist halt so, ne? Ja, cool. Ja, Francesco hat mir gesagt, der ist damals immer ich bin mir nicht mehr ganz sicher, entweder ist er über den Zaun gesprungen oder man durfte zur zweiten Halbzeit umsonst rein im Parkstadion. Ich bin mir nicht sicher. Oh, das wüsste ich nicht. Also über den Zaun springen kann ich mir vorstellen. Da gab es ja einige, also da waren die Eisenbahnschienen, die Zäune. Also was ist schon möglich. Heute wahrscheinlich nicht mehr mit diesen ganzen Hast du aber nicht Sicherheitsgedöns. gemacht. Hast du aber nicht Nein. gemacht. Bist ein ganz braver. Ja, ist ja auch, also es war ja jetzt nicht so super teuer, in die Nordkurve zu gehen. Ich, ne? Also, Stimmt, ich weiß gar nicht, ja. 8 Mark, 10 Mark, keine Ahnung. Ja, also das war schon, nö, das haben wir schon immer bezahlt. Und Ja, Sachen gekauft. T-Shirts, und Schals, alles Mögliche. ja. Also bist du jetzt Und richtig verschleppt worden quasi auch nach Amerika. ja, 13 Jahre jetzt. Aha. Aber ich muss sagen, also gut, würde ich jetzt im Lotto gewinnen, würde ich wahrscheinlich sagen, lass zurückgehen. Ich habe jetzt hier alle, nicht alles, aber ich habe hier viel gesehen, aber irgendwie, ach, alleine das Essen. Ach Gott, die können es einfach nicht. Also, aber dann mache ich auch noch mal was drüber. Ich wollte da mal euch mal zeigen, was hier als Auf Gyros jeden Fall. verkauft wird oder wie hier eine Pizza aussieht. Oh Gott. Aber da würde ich mich echt drüber freuen, über so Videos. Ja, also ist in Planung, aber ich bin auch ein bisschen wirr im Kopf teilweise. Also von daher, ich werde es versuchen, zeitnah hinzukriegen. Ja. Echt cool. Echt cool. Ja, also wie gesagt, wenn ich mal nach Columbus, Ohio, komme, weiß ich auf jeden Fall, wo ich sofort hingehe. Sofort. Auf jeden Fall, Ja. The Shrunken Head, also der Schrumpfkopf, ist definitiv eine coole Adresse, muss ich ja sagen. Aber nö, ist es auch und macht Spaß. Wir zeigen Fußball, zwar 9:30 Uhr morgens am Samstag. Jetzt im Augenblick machen wir es nicht wegen der Corona-Klamotte. Aber ja, und wir werden ja auch, also weiß ich gar nicht, ob man das sagen kann. Obwohl jetzt kriegen wir gerade nichts von Schalke. Aber Schalke arbeitet zusammen mit Fanatics or something. Irgend so eine, ich habe es wieder vergessen. Das ist irgendeine Company, die halt das Marketing hier macht. Genauso wie in China, Ah, was weiß okay. ich. Und Okay. dann, also ich missioniere. Ich habe sehr viele so Kinder-T-Shirts und Trikots bekommen.
Das habe ich alles zu meinen Nachbarn hier. Die haben so einen mexikanischen Supermarkt und ein kleines Restaurant. Der hat 7 Kinder. Die haben alle Schalke-Sachen. Und die spielen damit auch und die spielen in ihrem Fußballverein damit und die werden gesehen und da wird gefragt. Also ich versuche schon so ein bisschen ne, also zu missionieren. Ja, Aber sehr jetzt, wo gut, es sehr gut. finanziell nicht so. Ja. Aber jetzt, wo es finanziell so ein bisschen, ne, na, im Argen liegt, da frage ich auch gar nicht, ob ich erst so irgendwas bekomme. Wir warten mal ab. Schalke muss erst wieder hochkommen und dann kann man sich um die Fans kümmern, die irgendwo Übersee sind. Aber wichtig ist ja erstmal, dass das eigene Nest schön und kuschelig ist wieder. Das stimmt allerdings, ja. Ist es ja eher weniger im Moment. Aber das Ja. ist, glaube ich, ein Thema für ein anderes Video. Ja, das kann auch ein langes Video werden. Ja, das stimmt. Das Ja, stimmt. wird schon. Okay. Andreas, echt cool, dass du da Bock drauf hast. Cool, dass es dich gibt. Cool, dass du deinen Kanal geöffnet hast. Finde ich wirklich mega. Ja, Dankeschön. gibt's was, was du noch loswerden möchtest an dieser Stelle? Erstmal, auch wenn es keine ist, irgendwie ein bisschen schleimig, aber naja, alles Gute, Marc Uth, ja, dass das wieder alles ins Reine kommt da. Das sah ziemlich beängstigend aus, habe ich nur beim Boxen gesehen Ja. bisher. Ja. Aber erstmal möchte ich mich bedanken bei allen, die da auch meinem Kanal folgen und beim Kästi auch nochmal, dass der mich da unterstützt. Hoffe, dass ich auch mal ein Video mit ihm machen kann, um den Leuten hier in Amerika, also in den Schalker-Fans in Amerika auch mal ein bisschen mehr zu erzählen und auch über deutsche YouTuber zu erzählen. Alles Gute für Mittwoch. Also ich fiebe ja mit. Also wir alle, wir sind ja Schalke. So von daher alles Gute für Ja, uns. Und genau. ja, noch viel Erfolg mit allem, was ihr macht. Okay. Perfekt. Dann sag ich jetzt auch an dieser Stelle Glück auf. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, lasst uns die nächsten Spiele auf jeden Fall erfolgreicher gestalten. Danke nochmal, Andreas. Sehr, sehr cooles Danke dir. Interview. Und ich glaube, wir werden noch viel Spaß zusammen haben. Und vor allen Dingen deine Abonnenten auch mit dir. Also Leute, geht alle rüber, abonniert ihn, teilt seine Videos und macht's Dankeschön. gut. Glück auf. Glück auf. Ciao.